Und schon wieder zurück bei Drakensang am Fluss der Zeit und da kommt ein fröhlicher Hirsch uns entgegenspaziert. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist er auf der Flucht vor mir. Jetzt. Das macht absolut Sinn. So, wir sind an einem Schnellreisepunkt angekommen. Das ist gut, denn hier sind offenbar Tiere unterwegs. Und wenn das auch Wölfe sind, dann habe ich hier tatsächlich einen großartigen neuen Spot gefunden, um Wolfsfelle zu sammeln für Lederbänder. Ja gut, es sind Wildschweine, aber Wildschweine sind genauso gut. Es sind unfassbar viele Wildschweine. Das ist genauso gut, unter anderem deswegen, weil Wildschweinfälle ja auch eintauschbar sind. Und ich glaube, Wildschweine ja ab und zu auch mal Lederbänder hinterlassen. Meine ich zumindest. Wäre so gewesen. Und so schwer sind sie dann auch nicht, wenn wir da mal ehrlich sind, ne? Das sind eigentlich ganz nette Gegner, die man immer schön mal mitnehmen kann. Hab auch immer die Wildschweine im Jagdrevier. Da gibt's auch mal 2 oder 3 Stück. Habe ich auch mal fleißig mitgenommen. Hat mir auch bei den Lederbändern deutlich geholfen. Und ja, habe ich auch schon in den Kommentaren gelesen. Das habe ich ja fast vergessen. Ich werde noch sehr, 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 sehr viele Lederbänder brauchen. Aus dem einfachen Grund, dass ich ja noch den Helm kaufen muss, der beim Schmied immer noch wartet. Dieser Helm, den wir ja ursprünglich bekommen haben von dieser Quest mit der Kuh, mit dem Bullen, den wir hin und her schieben mussten. Und dieser Helm wartet da noch und der kostet 999 Dukaten. Und 999 Dukaten zu besorgen bedeutet im Zweifel 999, Dolche herzustellen. Genau das. Und dann ist die Frage, wobei eigentlich, also wir haben jetzt schon ziemlich viel Geld bekommen. Wir haben jetzt einen falschen Wert von 21% zusammen mit diesem Amulett des Kobolds, der übrigens nicht mit der Klabautermann war auf dem Schiff. Meine Frühdemenz hat wieder zugeschlagen. Ja, das ist absolut richtig. Ich habe das wohl ein bisschen verwechselt. Ja, aber mit falschen 21 sollten wir jetzt pro Dolch ungefähr 1,5 Dukaten bekommen. Das bedeutet, wir brauchen gar nicht 999, sondern wir können ein bisschen weniger davon herstellen, beziehungsweise müssen ein bisschen weniger davon herstellen. Werden wahrscheinlich... Oh Mann! Was ist denn nur los mit dem Zunderschwamm-Mensch? Das ist ja langsam ein bisschen... Das glaube ich auch nicht mehr. Das ist eine Verschwörung. Das ist die große Zunderschwamm-Verschwörung. Na endlich. Ja, was ich sagen wollte ist, also durch unseren falschen Wert und dadurch, dass wir ja auch im Spiel ein Stückchen weitergekommen sind, bin ich überzeugt, dass wir nicht so extrem viel machen müssen. Jetzt ginge es hier zur... Ah, hier ist... Da ist eine Hütte und da unten ist... Pass auf, wir machen das... Ich mache das schrittweise. Eine Ecke nach der anderen. Nicht, dass wir uns jetzt sonst verlaufen. Ich habe auch gelesen, beziehungsweise... Ja doch, ich habe es in den Kommentaren gelesen, genau. Dass hier auch noch irgendwo eine Schatztruhe versteckt sein soll. Und da sind auch noch Gegner. Deswegen schaue ich mich hier vielleicht ein bisschen... Ah, nochmal Wölfe. Moment mal. Tam, 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 Wölfe. Wildschweine. Es sind nur Informationen für mich, damit ich da später weiß, wo ich hin muss. Wenn ich wieder meine Touren mache und fleißig Sachen sammle. Denn ich glaube, ich würde dieses Spiel ungern beenden, ohne diesen Helm für 999 Dukaten gekauft zu haben. Das mag jetzt ein bisschen verrückt klingen, aber ich will diesen Helm jetzt auch sehen. Wenn er schon so angepreist wird, dann muss er ja irgendwas ganz Besonderes mit dabei sein. Oh, das sind wieder weiße Wölfe. Zum Glück sind es keine weißen Wanderer. Oh nein. Ja, ist Flashbacks zu gewissen Serien. Kann davon halten, was man will. Es war von Anfang bis Ende eine gute Serie, die ihre Höhepunkte hatte und ihre Schwächen. Und jetzt warten wir einfach alle mal auf die Bücher, die noch kommen werden oder vielmehr das Buch, das noch kommen wird, in der Hoffnung, dass es denn vielleicht auch irgendwann mal kommt. Aber das hat nichts mit DSA zu tun und deswegen ignorieren wir das jetzt wieder ganz gekonnt. Frag mich ja, also muss ich jetzt noch mal kurz drauf zurückkommen. Ich frage mich ja ernsthaft. Ich meine, ich weiß, es gibt schon diverse Game of Thrones Spiele, aber ich frage mich ernsthaft, ob denn irgendwann mal so ein richtig großes Rollenspiel in dem Bereich geplant ist. Also von der Welt her hätte es ja jeden Hintergrund, wobei die Welt ist ziemlich abgeschlossen in sich, ne? Also die Geschichte ist klar. Da wird man wenig machen können, aber
ja, gut. Die Geschichte war zum Beispiel auch klar bei so einem Witcher. Aber das hat sie ja auch nicht davon abgehalten, irgendwas zu machen. Was ist das? Nee, das ist Olginwurz. Nee, das ist Yoruga. Yoruga sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich das mitnehme. Das ist gar nicht so unwichtig. Das hat wieder geklappt. Sehr gut. Und das kann ich nicht mitnehmen. Das habe ich verpatzt. Ja, super. Oh. Ja, sieh mal einer an. Da ist sie hinter dem Baum versteckt. Wie fies. 5 Dukaten. 4 Edelsteine. 7 Zwergenstahl. Steineiche und Offizierssäbel. Verarbeitung und Verzierung weisen diesen Säbel als Offizierswaffe aus. Aber wir haben niemanden, der mit Säbeln umgeht. Deswegen ignorieren wir das jetzt einfach mal gekonnt. Aber das ist auch wieder etwas, was wir gut verkaufen können, mit Sicherheit. Und das geht dann wieder alles auf den Weg in Richtung 999 Dukaten. Ne? Oh mein Gott, ein Bär. Der Geist des Mörders. Genau, das war die Höhle vom Geist des Mörders, wo wir die Dame namens Eislif war das, glaube ich, finden können. Oder naja, gut, auf jeden Fall geht die Story hier weiter. So viel weiß ich. Das ist das Wichtigste, um diese Schatzsuche. Und vielleicht treffen wir ja hier auch unsere altbekannte Kartenverkäuferin, die wir ganz am Anfang in Nadoret das erste Mal gesehen haben wieder. Denn mit der haben wir ja eigentlich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. 40 Abenteuerpunkte. Wow, nur fürs Reingehen? Wirklich? Heiliger, was ist denn da unten los? Riesenamöbe, die können wir bekämpfen. Aha. Was ist mein... Wir versuchen hier. Jetzt stehen sie natürlich nicht so nah beieinander. Das ist ein bisschen doof. Eben wäre es besser gewesen. Jetzt sind sie ganz weit voneinander entfernt. Ja, super. Oh, guck mal, da kommen 3 wieder zusammen. 4 kommen zusammen, 5 kommen zusammen. Ja, kommt zusammen. So, und so kann man so einen Kampf dann durchaus auch mal starten. Guck mal, jetzt brennen schon ein paar von denen. Einige werden gleich draufgehen. Und ihn hier schnappen wir uns einfach mal ganz händisch manuell. Gut, das sind jetzt auch nicht die stärksten Gegner. Huch, regenerieren die? Hat er doch so viel Schaden genommen. Die regenerieren die Schweine. Da hätte ich wohl direkt den nächsten... benommen. Fauliger. Nein, ich brauche wieder Seife. Also die Schweine regenerieren und dann habe ich mir den Zauber ersparen können. Oder ich hätte direkt noch einen hinterher schießen müssen. Dann wäre es, glaube ich, besser gegangen, weil wir natürlich nicht nah genug im Kampf mit ihnen waren und sie deswegen wahrscheinlich gedacht haben, Mensch, dann haben wir ja Zeit zu regenerieren. Alles in allem finde ich diese Kreaturen aber auch erstaunlich eklig. Und jetzt stinken alle wieder. Ich wünschte mir, es gäbe hier ein Badehaus, so wie es sie in Riva gab. Wo man einfach mal hingehen kann, alte Bronzemünzen, Pfeilspitzen, wo man einfach mal hingehen kann, um sich den Tag über gut gehen zu lassen. Was? Kerzenständer? Was zum Teufel? Zinnfigur? Was haben die denn für komischen Loot dabei? Das wirkte eher wie der Loot von Menschen. Ich will es ja nur mal gesagt haben, nicht, dass da irgendwas umgewandelt wurde. Das ist Eis. Das heißt, wir bewegen uns auf Eis. Ja, das ist normal. Also wir sind ja auf einer Eisinsel, mehr oder weniger. Nee, nicht Insel. Auf einem, wo es eher kalt ist. Die Wurzeln wachsen trotzdem noch hier durch. Die Frage ist, wo kommen die Amöben her und was genau sind sie und warum sind sie hier? Hier noch irgendwas? Da oben nichts mehr, nee. Nee. Das sind ganz komische Geräusche, kommen hier gerade durch die Ohrmuschel. Was war das? Das habt ihr aber auch gesehen, oder? Da war ich jetzt nicht alleine. Da! Da ist der Geist. Aber welcher Geist? Na, jetzt kommen ein paar Fledermäuse. Das ist... Jetzt teilt er sich auf in... Moment. Das da hinten scheint mir...
Es scheint sehr verlockend zu sein, weil es so leuchtet, aber wir werden natürlich erstmal versuchen, alle Seitengänge zu erkunden. Das ist ja ganz normal. Also so wie immer. Oh Gott, wo sind wir hier nur reingeraten? Ich hasse doch solche Geistergeschichten. Ich habe doch Angst vor Geistern. Warum bin ich immer ich? Oh, die kann man doch bestimmt. Ja, Mist. Habe ich jetzt wieder nicht drüber nachgedacht. Mist. Obwohl auch nicht alle. Nur diese eine konnte man jetzt noch. Das war eine große Fledermaus, glaube ich. Oder eine besondere. Den hier auch. Nee, den kann man auch zum Beispiel nicht häuten. Nur diese eine konnte man häuten. Kurios, aber gut. So soll es sein. So, bevor ich jetzt weitergehe, ganz wichtig. Ich habe ein bisschen Sorge davor, was uns in dieser Höhle hier alles entgegentreten möchte. Attributo Potestas. Attributo Potestas. Invoco Elemento. So, fühle ich mich doch gleich viel wohler. Bitte? Armatrutz. Was haben wir denn hier oben? Wir fangen mal rechts an und arbeiten uns dann langsam nach links vor. Weil ich glaube, dass eventuell sich hier sogar die Wege wieder kreuzen werden. Da sind noch mehr Fledermäuse und da ist eine Handwerkskiste. Na gut, es ist jetzt nicht so atemberaubend, wie ich gedacht habe. Aber hier war wohl auch mal ein Höhleneingang. Da oben geht es zumindest raus, meine ich. Und ein bisschen Feuermoos, den nehme ich auch gerne mit. Ich habe auch jetzt überall Feuermoos, auch in der Mine habe ich alle Feuermoosquellen, also in der Binge, alle Feuermoosquellen ausgeplündert, weil ich glaube, das können wir, selbst wenn wir es nicht brauchen, können wir es immer noch relativ teuer verkaufen. So, der ist da lang gelaufen und hier ist ein Geist entlang gelaufen, zu der Amöbe da hinten. Was ist das mit diesen Amöben? Die sehen auch ein bisschen eklig aus, wenn wir ehrlich sind, ne? Wenn man so nah dran gezoomt ist, dann bewegt sich der Bildschirm so viel. Deswegen bin ich normalerweise immer ein Stück weiter herausgezoomt. Ja, das sind doch... Oder haben diese Amöben einfach die Überreste wegschnabuliert von den Leuten, die hier gewesen sind. Alte Bronzemünzen. Flachmann, Pfeilspitzen. Da wurde jemand versucht, diese Amöben mit Pfeilen zu bändigen. Beziehungsweise sie mit Pfeilen zu bekämpfen. Aber hier hinten ist auch nichts, oder? Nee. Hier ist nichts. Aber einer von den Geistern ist ja hier hingelaufen. Jetzt ist die Frage, wir hatten ja auch gehört, glaube ich, von einem weiteren, der betrogen wurde. Ein weiterer Geist, der noch irgendwo rumlungert. Ich glaube nicht, dass es diese Eisliff oder wie auch immer sie hieß, war. Aber das werden wir... Oh. Ein kurzes Bad in einer ekligen Suppe. Das müsste doch eigentlich geholfen haben für unser Gestankproblem da oben. Boah, diese Soundeffekte, da läuft mir gerade ein unfassbarer Schauer den Rücken runter. Höhlenschröter. Ja, die sind ein bisschen kleiner als freilaufende Schröter. Aber die geben hoffentlich auch lustige Zangen. Das wäre schön. Nochmal Kampf? Mit wem denn? Hallo? Ach, da kommen noch mehr. Ach, da kommt noch einer, da kommen noch drei Stück. Ja, wenn die jetzt Zangen geben, da wäre ich aber sehr glücklich. Oder kommen die hier unendlich? Dann würde ich ja nur noch hier bleiben. Also, sofern sie Zangen geben, das ist das Wichtige dabei. Das Leben des Schröters an sich interessiert mich nicht sonderlich. Es sei denn, er gebet mir sein Kneifwerkzeug. Aber da kommen wirklich immer mehr. Aber die können ja auch nicht unendlich, oder? Ich glaube, jetzt ist Schluss. Ich glaube, es ist endlich Schluss. Na gut. Rostige Nägel, alte Kiste. Nichts Besonderes. Jetzt ist die Frage. So. Jetzt ist die Frage. Habt ihr? Sie haben... Oh Gott, dann hätte ich mir doch wünschen sollen, dass noch ein paar mehr von denen kommen. Es ist... Ich
kann das. Das kommt vielleicht im Let's Play gar nicht so sehr rüber, aber ihr könnt gar nicht ermessen, wie dankbar ich für diese Kiefernzangen bin. Das ist für mich schöner, als wenn da irgendwelche Edelsteine oder sonst irgendwas drin liegen würden. Diese Kieferzangen sind pures Gold. Jede von diesen Zangen ist 1,5 Dukaten wert. Also im fertigen Zustand. Und es sind so viele! So, haben wir alle eingesammelt. Jetzt möchte ich auch niemanden hier zurücklassen, der nicht von mir entzankt wurde. Höhlenschröter, Höhlenschröter, es ist alles eingesammelt. Die beiden sind eingesammelt, die Kiste haben wir eingesammelt, die sind eingesammelt, der ist eingesammelt. Alle sind eingesammelt. Sehr schön. Speichern. Eben ganz schnell. So, 17. Das bedeutet, können wir jetzt ungefähr selber ausrechnen, es sind ungefähr 30 Dukaten, die wir da bekommen werden. Allein für diesen kleinen Kampf, den wir jetzt gerade geführt haben. 30 Dukaten. Und das lohnt sich dann schon sehr. Wo geht's denn hier lang? Da kommen wir wieder in die Hauptebene zurück. Aha. Da wären wir dann jetzt wieder hier. Wir sind von da... Ne, wir sind von... Wir sind von hier gekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Ich gehe einfach wieder hier runter. Die Orientierungssinn und ich sind auch nicht so unbedingt die besten Freunde. Da oben ging es nicht weiter, hier ging es rum und dann ist der einzige Weg tatsächlich dann doch der hier an diese Seite. Da, wo es so geleuchtet hat. Genau hier. Irgendwelche Schatzkisten hier noch? Nee. Feuer? Hier ist noch eine Kiste, aber hier ist auch Feuer. Warum ist hier Feuer? Das ist eine Eishöhle. Irritiert mich ein ganz... Da unten ist noch mehr Feuer. Hier irgendwas? Nee. Oh, was ich mal gerade machen könnte, obwohl... Ich meine, wir haben hier unten tatsächlich eigentlich genug Licht. So ist es nicht. Aber rein theoretisch nur für den Fall der Fälle. Siehst du, dann sieht man nämlich auch solche Ecken nochmal ein bisschen genauer. Falls sich da irgendwas drin verstecken sollte, eine Schatztruhe, ein Gegner oder sonst irgendwas. Nur da steht Hiore. Das ist nicht Eilif. Eislif. Eilif. Dum, dum, dum. Das musste ich kurz machen für das Thumbnail. So. Bin nämlich immer auf der Suche nach. Ah, ihr seid gekommen, in das Anfang zu sein. Was sagst du? Der Gesang ist so laut. Wovon redet ihr? Ach, der geschwätzige Tolkien. Hat er vergessen, euch zu sagen, dass ich, wenn ich alle drei Artefakte in meinem Besitz habe, den Fluch aufheben und mich an einen rächen kann. Ihr seid ein Teil dieses Plans. Ihr bringt mir Torgils Artefakt. Und diese Kartenhändlerin Talide wird mir Eilis Artefakt bringen. Diese Halsabschneiderin arbeitet mit euch zusammen. Ja, diese nichtgläubigen Schmatter brauchte ich lediglich ein bisschen Geister für den Fall zu holen und von Schätzen zu heilen. Da war sie schon Feuer und Flamme. Wenn sie herkommt, wird sie das gleiche Schicksal erleiden wie ihr. Und ihr werdet jetzt gleich. Ich glaube nicht. Da bin ich aber gespannt. Was ist denn das für eine Reaktion? Oh, da bin ich aber gespannt. Möchte ich mal sehen, wie ich sterbe. Bin jetzt auch ein bisschen gespannt drauf. Lass mal das Feuerelementar vorgehen. Attributo Potestas! Attributo Potestas! Der elementare Diener ist zu Stein geworden. Okay. Achso, er sollte vielleicht seinen Rondra-Kamm wieder in die Hand nehmen. So, und dann werden wir jetzt mal ganz gepflegt all die wunderschönen Dinge machen, die wir so können. Ja. Und du haust schon mal einen Balsam raus, weil ich glaube, der hat gerade auch was abbekommen hier oben. Das ist nicht so schön. Der bekommt jetzt gleich auch wieder was ab. Auch nicht so schön. Balsam Salabund. Und zum Glück haben sie ja mittlerweile genug Ausdauer, um den Wuchtschlag auch mehrere Male auszuführen. So, und jetzt haben sie auch noch... Jawohl, Sternstaub hat auch gewirkt. Wunderbarst. Und du könntest jetzt auch noch mal...
Wo war das noch gleich? Glückssegen? Nee, das hier war es. Gegen Geister und so alle komischen Erscheinungen. Ist das tatsächlich gar nicht mal so schlecht, diese Attacke. Stärk. Seht ihr? Das meine ich. Und zack. Ha! Da sieh mal einer an, wer hier ist. Und ihr habt die Geister für uns besiegt. Wie praktisch. Und du glaubst nicht, dass ich dich auch besiegen könnte, Travine Eisenwalder? Und ihr wollt euch nun die Artefakte schnappen? Oh ja, so ist es gedacht. Ich wäre euch ja zuvor gekommen, wenn nicht meine Schläger hier sich geweigert hätten, gegen Geister zu kämpfen. Aber nun, wo ihr dieses Problem beseitigt habt und von dem Kampf noch geschwächt seid, kann ich mir einfach nehmen, was ich begehre. Merkt ihr denn nicht, dass der Geist von Jore euch nur manipuliert hat? Das ist natürlich erniedrigend. Aber wen schert das eigentlich? Wenn ihr tot seid und die Artefakte in meinem Besitz sind, dann habe ich gewonnen und schwamm drüber. Zunderschwamm drüber. Auf sie, Männer! Ah, weißt du was? Wie? Achso, der ist noch immer Stein. Ja. Ach, den hole ich jetzt auch nicht raus. Der ist ja länger Stein, als er noch existiert. Nee, aber ungefähr gleich. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also, wir gucken jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt mal mit ihnen nach vorne in der Hoffnung, dass sie sich alle ein bisschen... Oh, was war das denn? Bitte? Was? Die Dame ist eine Magierin. Sehe ich das richtig? Ja, dann werden wir nochmal ein bisschen nachhelfen bei der Dame. Dann mal einen Flimflam... nicht Flimflam, Funkel, einen Ignifaxius hinterher schicken. Ja. Und du kannst dir auch mal sie da hinten schnappen. Ne. Auf ihn hier bitte. Keine Munition. Oh, keine Munition. Das ist schlecht. Die Bolzen sind nicht alle weg. Oder hier... Wobei, hier könnte ich auch einfach mal... Ich nehme mal die hier. Wer ist da zu Stein geworden? Kuano ist zu Stein geworden. Na, das glaube ich jetzt mal nicht. Glaubst du da wohl selbst nicht, gute Travine? Ja, und jetzt hast du da zwei Leute stehen, die dir die Hucke voll prügeln. Aber zu Recht. Völlig zu Recht. Bei Angriffsspark! Aha, mach ich. Oh, die hat aber eine ganz schöne Abwehr, die Frau. Komm, kriegst du noch einen Kugelblitz ab. Also, die ist ja stärker als die Kerle, die bei ihr waren, obwohl sie weniger gerüstet aussieht. Goldstatuette erhalten. Ja, okay, wir haben es mit allen aufgenommen. Sie können wir nicht plündern. Warum kann ich sie nicht plündern? Was ist das für eine Goldstatuette? Questgegenstand, definitiv, ja. Ein hochelfisches Kunstwerk, das Eilif aus Beorns Schatz entwendet hat. Und das hier? Kalenderscheibe. Ein hochelfisches Artefakt, das Eilif aus Beorns Schatz entwendet hat. Sie bildet den Verlauf der Gestirne ab. Aha. Edles Rapier, das haben wir irgendwo geklaut. Ich habe noch keine Ahnung, wofür das sein soll. Die Embleme hier, die haben noch keine Bedeutung. Ravines Schatzkarte. Na gut. Aber die jungen Herren hier können wir plündern. Das ist schön, obwohl die offensichtlich auch nichts Tolles dabei haben. Ich erinnere mich noch daran, das waren auch die ersten menschlichen Gegner, die wir bei Drakensang am Fluss der Zeit überhaupt geplündert haben. Damals, als Travine versuchte, uns hinauszulocken in die weite Welt. So, jetzt habe ich... Den Geist des Mörders. Übergib die Artefakte dem Flussvater. Nun, da ich alle drei Artefakte aus dem Schatz der Gichtkrone beisammen habe, wird es Zeit, sie dem Flussvater anzuvertrauen. Um dies zu tun, fällt mir nur einer ein, Bruder Emmeran. Decke den Eingang mit Torkels Ring. Stelle Joris Geist in seiner Höhle. Alles klar. Das heißt, wir müssen dann wieder zu Bruder Emmeran, um diese Geschichte hier abzuschließen. Und das war's auch mit meinem Feuerelementar. Auf Nimmerwiedersehen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, hier. Denn wir beschwören ihn ja doch noch das ein oder andere Mal. Bin ich froh, dass wir es auch mal geschafft haben, hier endlich mal ein bisschen was abzuschließen. Es ist selten geworden in letzter Zeit. Wir haben sehr, sehr viel an neuen Quests dazu bekommen, aber relativ wenig abgeschlossen. Hier ist nichts mehr. Geht's hier noch irgendwo hin? Nee, hier kommt man gar nicht hoch. Hier sind auch keine Schatztruhen und nix. Das war die einzige Belohnung, die ich bekommen habe für den ganzen Aufwand, den ich jetzt betrieben habe. Wirklich. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ach, hier hätten wir auch einfach runtergehen können. Da hätten wir gar nicht hier diesen Umweg um das Feuer da machen müssen. Hier ist auch nichts? Nö. Na gut.
Ja gut, die richtige Belohnung werden wir höchstwahrscheinlich dann bekommen, wenn wir bei Bruder Emmeran waren. Außerdem haben wir ja schon 30 Dukaten an Hirschkäferklauen bekommen. Insofern kann man nicht davon reden, dass wir keine Belohnung erhalten hätten. Aber so eine magische Rüstung, die hätte ich mir schon gewünscht. Wir haben so gar nichts an... obwohl schon, wir haben auch diverse magische Gegenstände bekommen. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist sowas wie die Acceleratus-Stiefel. Also wir haben bisher, glaube ich, nur magische Gegenstände bekommen, die eben Attribute oder Fähigkeiten erhöhen. Oder so ein Spiegelpanzer, der Magie zurückwirft. Huhuhu. Und wenn wir uns zurückerinnern in der Nordland-Trilogie, da waren unsere Charaktere am Ende ja quasi ein einziges magisches Sammelsurium. Das war ja... da ging ja nichts mehr. Die waren ja komplett voll behangen mit magischen Items. Und dann kamen die Orks und sagten, ihr seid verhaftet. Wir nehmen euch alles weg. Danke, tschüss. Ah, da bist du ja. Wie der Flussvater es mir sagte. Du siehst erstaunlich dreckig aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Na, das ist ja ein Zufall. Ich wollte gerade zu euch. Ja, ich empfing es in meinen Visionen. Nun kehren die verlorenen Schätze zum Flussvater zurück. Mhm. Ach, weißt du was? Der Ring, ja. Ich glaube, das war dieser... aber mit Geistergeschichten legt man sich nicht an. Hier habt ihr alle Artefakte. Es war mir eine Ehre. Als Andergaster weiß man, mit diesen Geschichten legst du dich nicht an. Hab Dank. Aber dieser eine Ring hier, der ist für euch bestimmt. Nehmt ihn zurück mit dem Dank des Flussvaters, auf dass er euch noch besser diene als zuvor. Hat er mir gerade den einen Ring gegeben? Hab Dank. Ich hatte schon alle Hoffnung fahren lassen. Nun können wir in Frieden ruhen. Möge euer Schwertarm niemals schwach werden. Und nun ist es für uns alle Zeit zu gehen. Der Fluss ruft. Mhm, der Fluss ruft und weg ist er. Questgegenstand abgegeben, Ring der Natur erhalten. Aha, ja, sieh mal einer an. Und er hat gesagt, besser dienen als zuvor. War das vorher nicht nur plus 1 jeweils? Mhm. Gut, dass wir das den kleinen Deal gemacht haben. Dann guck mal, jetzt haben wir Pflanzenkunde 18, Tierkunde 21, Wildnisleben 4. Das ist gar nicht mal so schlecht. Charisma, ja gut, das Charisma ist jetzt gesunken, weil wir müssen uns ganz dringend waschen. Aber das kriegen wir auch schon noch hin. Wir wissen ja, wo die Seife versteckt ist. Das bedeutet, wir haben diese Höhle hier, glaube ich, jetzt auch abgeschlossen. Ich gucke jetzt gerade nochmal hier in die Ecke, ob hier noch irgendwas ist. Aber ich glaube... bis auf Kräuter, die ich schon gezupft habe, ist hier nichts mehr. Das bedeutet, in der nächsten Folge können wir uns aufmachen in Richtung Schnapsbrennerei. Und da ist ja auch noch eine Hütte, wie ich gesehen habe, wenn man da mal genau hinguckt. Waldhütte und die Brennerei ist ja hier oben. Das heißt, da haben wir auch noch ein bisschen was zu erkunden. Dann müssen wir hier wieder rauf und dann hier wieder durch. Dann sind wir auch schon da. Ja, ich würde aber sagen, nachdem jetzt diese Geschichte komplett gelöst haben und eine wirklich gute Belohnung bekommen haben, zumindest für Arnwulf. Die passt echt gut zu ihm und hilft auch. Gerade Pflanzenkunde und Tierkunde wird helfen dabei, so Sachen wie die Zunderschwammzerstörung zu reduzieren. Also insofern bin ich da sehr glücklich. Hier unten müssen wir durch, ne? Genau. Dann würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Und da kommt ein Hirsch, uns entgegenstolziert. Und wir sagen, oh, so ein schöner kleiner... Hab Angst, du, lauf weg! Entschuldigung, bis zum nächsten Mal, tschüss! Hirschen Angst einjagen macht einfach Spaß. Ja, jetzt bin ich aber weg, tschüss!